Guten Morgen und ein herzliches Willkommen allen, die heute diesen Gottesdienst mit uns feiern, hier im Saal und auch zu Hause am Bildschirm. Ich wünsche euch allen Gottes Segen dazu. Vielen Dank auch Manfred, der uns heute die Predigt zum Palmsonntag hält. Mit dem Palmsonntag beginnt ja die Passionswoche. Und wir möchten euch heute mit hineinnehmen in die Ereignisse der letzten Woche unseres Herrn. Doch zuvor lasst uns mit ihm sprechen und ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, wir danken dir, dass du uns heute wieder daran erinnern willst, was du für uns getan hast. Bitte lass uns verstehen, dass du jeden Einzelnen von uns dabei im Blick hattest, dass du auch heute jeden persönlich ansprechen möchtest. Wir bitten dich, dass du überall, wo dein Wort heute verkündigt wird, durch deinen Geist in den Herzen der Menschen wirkst, dass du uns neu ins Staunen bringst über dich. Wir bitten dich, dass auch die, die nicht hier sein können, mit hineingenommen werden in die Anbetung, in das Nachdenken über dein Wort und dass sie entsprechend darauf reagieren. Danke, dass du Großes tun kannst. Amen. Bevor wir die ersten beiden Lieder singen, sammeln wir die Kollekte ein. Thank you.
75 Jahre alt. Die internationale KIB ist schon 12 Jahre älter und wir haben unsere Missionszeitschrift in der ersten Ausgabe als Jubiläumsausgabe herausgegeben. Hinten im Eingang auf dem weißen Tisch liegen einige, können Sie gerne mitnehmen und mal was in der Geschichte von KIB lesen. Danke. Ja, noch eine Info, und zwar eine Info zu unserem Ostergottesdienst nächste Woche. Wir vom Vorbereitungsteam, Christoph, Damaris und ich, wir haben uns schon mal Gedanken über die Gestaltung des Ostergottesdienstes gemacht und wir fänden es schön und möchten euch dazu einladen, dabei mitzuwirken. Denkt ihr jetzt wahrscheinlich. Wir haben eine Vorauswahl von vielen Lob- und Dankliedern getroffen und schon mal eine Liste erstellt. Nicht erschrecken, die werden jetzt nicht alle gesungen, sonst sitzen wir wahrscheinlich noch hier, wenn der Braten zu Hause schon auf dem Tisch steht. Das soll es nicht sein. Aber wir könnten uns vorstellen, dass einzelne von euch zu einem der Lieder vielleicht einen kurzen Gedanken beitragen könnten. Ganz kurz, vielleicht ein Gedanke. Es kann aber auch ein kleiner Beitrag zu deinem Lieblingslied sein oder zu einem Bibelvers oder Psalm oder eine Erfahrung, die du in letzter Zeit mit Jesus gemacht hast oder dass du etwas erkannt hast, was dir wichtig geworden ist. Denk dir vielleicht, oh, das ist aber eine Herausforderung, das kann ich eigentlich nicht. Aber wir sind ja auch als Gemeinde gemeinsam unterwegs und das wäre eine Möglichkeit, einander uns mitzuteilen und uns vielleicht gegenseitig zu ermutigen und Gott darüber die Ehre zu geben. Die Liste legen wir hinten aus und zwar beim Bistro auf den Tisch, wo man auch sitzen kann. Und wenn du möchtest, kannst du dir die Lieder anschauen und dich vielleicht bei einem der Lieder eintragen oder einfach ein Lied dazu schreiben, zu dem du einen Gedanken sagen willst. Wir treffen uns morgen zur weiteren Vorbereitung. Aber ich denke, ihr habt vielleicht noch bis Mittwoch Zeit und könnt Christoph oder Damaris und mich auch gerne ansprechen. Ich gebe die Liste auch nochmal in die WhatsApp-Gruppe von der Gemeinde, da könnt ihr auch nochmal genau gucken. Es wäre schön, wenn sich Einzelne dazu bereit finden, uns etwas mitzuteilen. Dankeschön. Guten Morgen. Ja, die Zeit der Listen nimmt kein Ende. Es ist mal mehr, mal weniger. Auch ich schließe mich mit einer Liste an. Christoph hat sie mir eben in die Hand gegeben. Und zwar findet ja am 6.7.24 eine 50-Jahr-Feier der Gemeinde, Gesamtgemeinde Angelburg statt, hier zwischen den Dörfern auf dem Festplatz unter der Turnhalle. Dazu werden noch Helfer gesucht, soll ja auch feierlich begangen werden mit Kaffee, Kuchen, allen möglichen Imbissdingen, Auf- und Abbau, was da halt benötigt wird. Und der Ortsvorsteher, der möchte gerne eine Liste haben, dass er ungefähr auch einplanen kann, wie viele Personen da auch mithelfen. Und das sollte natürlich auch aus jedem Verein, aus jeder Kirchengemeinde und so weiter auch einige dabei sein, die da auch mithelfen. Also ich lege die Liste auch hinten aus, neben Christines Liste für den Ostergottesdienst. Genau. Nicht verwechseln, aber ich denke, das werdet ihr ja sehen. Ja, am kommenden Gründonnerstag ist hier abends um 19 Uhr eine Abendmahlsfeier. Am Karfreitag morgen um 10.30 Uhr haben wir den Gottesdienst. Und am Ostersonntag, wie Christine eben schon angedeutet hat, haben wir um 10.30 Uhr einen Ostergottesdienst mit viel Musik. Und davor wollen wir uns um 8.30 Uhr treffen, hier im Saal zu einem gemeinsamen Osterfrühstück. Da freue ich mich jetzt schon drauf und das ist immer eine schöne Sache, wenn man so viel Gemeinschaft und kann sich so viel erzählen, wenn man sich auch mal dazu wieder treffen kann. Psalm 73, Vers 23 bis 24. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit.
Unser Vater im Himmel hat unseren Bruder Robert Kade nach längerer, schwerer Krankheit kurz nach seinem 67. Geburtstag am Montag, dem 27. Februar, in seine Herrlichkeit heimgeholt. Robert darf nun bei Jesus Christus sein, an den er sein Leben lang geglaubt hat. Robert wurde als erstes von drei Kindern der Eheleute Robert und Katharina Kade in Breidenstein geboren. Schon in seiner Jugend fand er Anschluss an die Jugendkreise der Freien Evangelischen Gemeinden Breidenstein und Niederdieden. Und er lernte Jesus Christus kennen und nahm ihn als seinen Herrn und Heiland in sein Leben auf. Den Menschen von Jesus zu erzählen, bestimmte nun sein Leben. Und so arbeitete er gern mit jungen Menschen und war sogar als Zeltdiakon 1981 mit der Zeltmission für Jesus auf Tour unterwegs durch ganz Deutschland. Die Arbeit beim Zeltabbau und Aufbau war körperlich schwer. Aber Robert, wer ihn kennt, machte das nichts aus. Er lernte dabei mehr von Jesus kennen durch Begegnungen mit Menschen und die abendlichen Predigten, die er hörte. Dadurch führte sein Weg auch nach Steinperf, wo er seine spätere Frau kennenlernte. Er heiratete sie und der Umzug fand dann nach Steinperf statt. Beiden wurden drei Kinder geschenkt, Markus, Britta und Sven. Arbeitstechnisch ging es zurück in den von ihm erlernten Beruf als Handformer in verschiedenen Firmen und zuletzt arbeitete er bei Buderus in Breidenbach im Schichtbetrieb. Die Arbeit dort war hart und er schonte sich nicht. Und es wäre da für ihn schon besser gewesen, auf seinen Körper und seine Bedürfnisse zu achten, denn das rächte sich in den späteren Jahren. Bei Buderus lernte er auch eine junge Mitarbeiterin kennen. Es entwickelte sich eine gute und auch eine tiefe Freundschaft. Und Robert war für sie wie ein Fels in der Brandung. In allem Chaos, die Arbeit dort bei Buderus mit sich brachte, Dinge im Leben, die ihr Schwierigkeiten bereiteten, er war da. Wenn sie ihn brauchte, er war da. Und die Freundschaft, sie hielt bis zu Roberts Tod. In seinem Glauben war er ein treuer Christ und ging so oft wie möglich in die FEG nach Steinperf. Dort hörte er Gottes Wort in den Predigten und diese gingen ihm durch sein Herz in seine Füße. Und so war er bei vielen Jugendlichen bekannt, weil er in den folgenden Jahren, es waren circa 40 Jahre, in denen er bei den Bundesjugendtreffen zu finden war. Er half bei Auf- und Abbau und genoss die Zeit mit den jungen Menschen. Immer wieder erzählte er auch in den späteren Jahren von dieser Zeit. Robert hatte für jeden ein offenes Ohr und half, wo er konnte. Das war eine seiner Stärken. Neben seiner Leidenschaft zu den Jugendtreffen wanderte er auch gerne, bis es körperlich nicht mehr ging und seine Füße nicht mehr wollten. Und das Holzmachen im Wald, das tat er bis letztes Jahr noch gerne. Das war seine Leidenschaft. Und dafür kennen ihn viele. Viele haben bei ihm Holz bestellt. Und er hat auch hier in der Gemeinde gerade dieses Bild, das fiel mir gestern noch mal in den Händen, so wie viele ihn kannten. Derb, kräftig, Tatendrang. Und das war bei der beim Fusionsgottesdienst hier, wo Steffenberg und Lixfeld und Gönnern zusammen hier sich geschlossen haben und haben ihre Gottesdienste und haben dann hier ihre Treffpunkte weiter veranstaltet. Da war Robert dabei. So war er. Er war in seinem Element und so kennen ihn ganz viele in der Gemeinde und auch viele Freunde. Nach seiner Scheidung zog er nach Lixfeld in eine kleine Wohnung und integrierte sich schnell hier in die Gemeinde und hatte engere Kontakte zu Familie Rhein und Familie Franz, wo er sich auch gerne so in der Freizeit und in der Woche aufhielt und er kam gerne vorbei.
Sie waren es auch hauptsächlich, die Robert dann seit letztem Jahr enger begleiteten. Die gesundheitlichen Probleme wurden stärker. Die Leber arbeitete nicht mehr richtig. Seine Kraft ließ nach. Und aus dem Kerl wie ein Baum wurde jemand, der auf Hilfe angewiesen war. Was auch schon der Psalmvers vom Beginn, erfuhr Robert jetzt hautnah, gehalten werden durch Menschen, die mit ihm gemeinsam Glauben lebten. Dafür war er sehr dankbar. Sein Zustand verschlechterte sich mehr und mehr. Im Oktober, dann wurde er noch operiert, aber eine Besserung stellte sich nicht ein. Schließlich musste er sein selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung aufgeben und in das Haus Waldesruh umziehen, weil er dort besser versorgt werden konnte. Es folgten wieder Krankenhausaufenthalte in Gießen und zuletzt in Marburg, wo noch gemeinsam mit Geschwistern, Freunden und Verwandten am 18. Februar sein 67. Geburtstag gefeiert werden konnte. Man konnte sehen, wie sehr er sich über diese Überraschung freute. Am Montag, dem 27. Februar, kam dann der Anruf aus Marburg, dass sein Zustand sich verschlechtert hatte. Die Kinder und Angehörigen fuhren dorthin, um sich von ihm zu verabschieden. Auch seine engen Freunde hatten noch die Gelegenheit dazu. Eine medikamentöse Maßnahme wurde noch einmal durchgeführt, in der Hoffnung, dass sich doch wieder eine Besserung einstellte. Aber schon am Abend wurde erneut von Marburg telefonisch mitgeteilt, dass er sterben würde. Christoph und Iris Henz fuhren dann umgehend nach Marburg zu Robert. Einige unterstützende Maßnahmen waren schon zurückgefahren. Christoph und Iris saßen dann bei ihm und hielten seine Hand, was ihm in den letzten Tagen immer wichtiger war. Und so ging er heim zu Jesus in seine Ewigkeit. Er war nun angekommen und alle körperlichen Beschwerden und Schmerzen waren zu Ende. So durften wir ihn gestern Morgen im Friedwald in Bad Laasfe unter einem Baum zur letzten Ruhe betten. Der Trauerfamilie sprechen wir als Geschwister der FEG Angelburg-Steffenberg und unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen euch viel Trost und Kraft für die weitere Zeit der Trauer und des Erinnerns an euren Vater, an den Bruder und an den Freund. Ja, er wird eine Lücke hinterlassen, die nicht zu schließen ist, aber wir sind getröstet, weil wir wissen, dass er jetzt bei Jesus in der Herrlichkeit ist und sein Leid ein Ende gefunden hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du Robert heimgeholt hast. Ich danke dir, dass wir ihn kennenlernen durften als dein Kind, der an dich geglaubt hat, dem es wichtig war, Menschen von dir weiterzuerzählen. Es schien immer, er wäre ein harter Mensch, aber er war wirklich weich. Er kümmerte sich um seine Mitmenschen, er ging ihnen nach, er war da, wenn sie ihn brauchten. Herr, auch das war ein Geschenk und eine Gabe, die du ihm gegeben hast und die er auch eingesetzt hast. Und so bitte ich dich jetzt für die Kinder, für den Bruder, für die Freunde, auch für die Ela, Herr, dass du mit ihnen gehst, dass du in diese kommende Zeit jetzt dabei bist, wo Abschied genommen werden muss, wo eine Leere ist, wo Trost ganz wichtig ist, wo die Kraft oft fehlt, aber wo wir auch gerne und wo sie auch gerne an ihn zurückdenken dürfen. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Sei du jetzt auch ihnen nahe und geh du mit ihnen in die kommende Zeit. Amen.
das Lied wurde gestern auch gesungen während der Trauerfeier und es war so eine schöne Feier und ich glaube, dem Robert hätte es richtig gut gefallen. Vor ungefähr einem Jahr gab es ein großes Ereignis im Vereinigten Königreich. Die Krönung von König Charles III. Und seiner Frau Camilla. Es war ein Jahrhundertereignis, bis jetzt jedenfalls. Mit prächtiger Kutsche zog das Königspaar durch London zur Westminster Abbey und zurück. Ganz London war auf den Beinen. Dabei war es nur der König des Vereinigten Königreiches und des Commonwealth. Viele jubelten, aber nicht alle. Abolish the monarchy steht auf diesem Plakat, kann man wahrscheinlich schlecht lesen. Zu Deutsch, schafft die Monarchie ab. Auf anderen Plakaten war zu lesen, not our king, nicht unser König. Die Meinungen gehen auseinander. Das Königshaus hat nicht nur Fans. So war es auch bei diesem König. Was für ein König. König der ganzen Welt. Und was für ein Unterschied. Esel statt Prachtkutsche. Viele jubelten für kurze Zeit, aber nicht alle. Doch es wird noch einen weiteren Einzug geben, der anders aussehen wird. Ich lese uns ein paar Verse aus Jesaja 62, 10 bis 12, die vom zukünftigen Einzug des Königs in Jerusalem sprechen. Geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch empor über die Völker. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis an das Ende der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Wir singen noch ein Lied und dann hören wir die Predigt. Yeah.
Wenn ihr mich nicht mehr seht, ist es zu hoch. Ich glaube, so geht es. Ne? Ein bisschen runter. Wenn ich rausgucke, muss ich sagen, wir müssen noch eine Liste rauslegen. Wer macht Schiebedienst, Schneeschiebedienst? Bevor wir auf die Predigt hören, wollen wir uns noch einmal zum Gebet verneigen. Unser Vater im Himmel, ja, es ist echt eine tolle Sache, dich so zu feiern und zu loben, dich anzubeten, Herr, das erwärmt mein Herz. Und Herr, du möchtest jetzt zu uns reden, möchtest uns ansprechen durch das, was wir hören. Und wir wollen dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass dein Wort wirklich hineinkommt, dass du uns den Geist, den Verstand öffnest, dass das, was wir hören, auch im Alltag gut umgesetzt werden kann. Und Vater, wir beten und ich bete, dass du meinen Mund öffnest, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündigen kann. Amen. Durch einen traurigen Zufall lernten der weiße Milliardär Edward Cole und der afroamerikanische Automechaniker Carter Chambers sich kennen. Beide sind an Krebs erkrankt. Sie liegen im selben Zimmer des Krankenhauses, als sich herausstellt, dass sowohl Cole als auch Chambers nur noch kurze Zeit zu leben haben, erstellen sie gemeinsam eine Liste. Eine Liste mit Dingen, die sie vor dem nahenden Tod noch einmal unbedingt erledigen wollen. Und so gehen sie angesichts dessen, was bevorsteht, die verrücktesten Dinge an. Sie machen einen Fallschirmspringen im Tandem-Fallschirm. Sie fahren mit den tollsten und schnellsten Autos ein Rennen und machen da ganz verrückte Dinge. Sie gehen in die nobelsten Lokale essen. Das ist die Kurzfassung dieses Filmes. Das Beste kommt zum Schluss. In den Hauptrollen eben Morgan Freeman und Jack Nicholson. Jesus wusste auch, dass sein Tod kurz bevorsteht. Er wusste, dass seine letzte Woche bevorstand. Doch er hat keine Liste gemacht mit irgendwelchen Dingen, die er noch erledigen wollte, sondern er hatte ein Ziel. Das, was wir am kommenden Freitag feiern, dieses Ziel, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld, für unsere Sünden starb. Und diese letzte Woche, die im Leben Jesu beginnt eben mit dem heutigen Palmsonntag und endet mit dem dunklen Karfreitag beziehungsweise dem strahlenden Sieg am Ostersonntag. Und wenn man das so sieht, das finde ich schon echt spannend, wie Gott auch alles so vorbereitet hat, wie das alles so zusammenpasst. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Selbst das Reittier, auf dem Jesus das letzte Mal in die Stadt hineinreitet, ist schon vorbereitet. Und die Jünger müssen es nur noch zu Jesus führen. Er hat für alles gesorgt, Gott der Vater. Und hier setzt unser Text ein. Ich möchte mit euch heute ein paar Texte betrachten. Der erste ist Matthäus 21, die Verse 6 bis 10. Die Jünger aber gingen hin, taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser?
Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth. Jesus, dein König kommt. Monika hat das ja eben so schön dargestellt, so schön illustriert in dieser Einleitung, wenn ein König kommt, ja, das hat man ja nicht so oft, dass wir das auch am Bildschirm so miterleben können, dann kommt er mit dieser prunkvollen, schön geschmückten Kutsche. Bei Jesus war das anders. Er kommt nicht mit einer Kutsche, golden, sondern auf einem Esel, auf einem jungen Esel, auf einem Esel, auf dem noch kein Mensch jemals geritten hat. Und die ganze Stadt ist jetzt in Bewegung. Sie jubeln, sie schwingen die Fähnchen in Form von Palmzweigen und feiern eben den Einzug ihres Königs. Und ich möchte euch heute zum Nachdenken anregen. Ich möchte euch drei Fragen stellen. Und die erste ist, Jesus, der König kommt, bist du ein Fan oder ein Follower? In der Art und Weise, wie Jesus nach Jerusalem einzieht, erfüllt sich das, was der Prophet Zacharja in Zacharja 9, Vers 9 gesagt hat. Siehe, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem jungen Esel. Die Israeliten, die hatten schon viele Könige, viele Herrscher in Jerusalem einziehen sehen. Aber diese Herrscher oder Besatzer, die kamen nicht auf dem Esel daher, die kamen mit kräftigen Streitrössen oder ja, mächtigen Kriegswägen und umgeben von einem Kriegsheer und vielleicht mit großen Posaunen zogen sie da in die Stadt ein. Jesu, er kommt auf einem Esel und das zeigt so ein bisschen sein Wesen. Er kommt in guter, friedlicher Absicht. Und mit dieser Absicht nimmt er auch deinen Anspruch für sich an, der Messias, der König zu sein. Und das Volk bereitet ihn jetzt einen jubelnden Empfang. Er wird empfangen wie so ein Superstar, wenn man den roten Teppich ausrollt. Sie jubeln laut, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Und Hosianna, das bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt, ach Herr, hilf doch. Sie rufen, Herr, hilf, Herr, hilf. Und wer um Hilfe ruft, der gibt natürlich zu, dass er Hilfe nötig braucht. Und plötzlich hat Jesus unzählige Fans um sich herum, die jubeln. Aber kennst du den Unterschied zwischen einem Fan und einem Follower, einem Nachfolger? Der Fan, der ist so von der Popularität seines Vereins abhängig. Wenn so, ich nehme das mal so als Beispiel, eine Fußballmannschaft so wirklich gut spielt und gewinnt, oben auf der Tabelle ist, ja, also HSV ist da jetzt gerade nicht dabei, ja, dann posten das die Fans, dann sind sie ganz froh und dann kommt man vielleicht auch mal mit einem Trikot daher, so an die Arbeit und ja, das ist mein Verein. Wenn er aber dann in die Abstiegszone rutscht, da ist glaube ich HSV jetzt nicht dabei, wenn er in die Abstiegszone rutscht, ja, dann ist es eher so ein bisschen ruhig, dann hält man sich ein bisschen zurück. Der Follower aber, also der Nachfolger, der bleibt auch da, wenn keiner mehr da ist. Und wie wäre das mit dir? Würdest du hierher kommen, wenn jetzt dieser Block ganz leer ist und hinten die paar Reihen auch leer und hier vorne nur noch 3, 4 Leute singen würden, ja, bahnt einen Weg unseren Gott, und würdest du dann auch mitsingen und sagen, ja, das möchte ich gern tun? Es gibt so ein schönes Ereignis in Johannes 6, wird das beschrieben, da hält Jesus eine Predigt und die Menschen, die sind da und sagen, boah, das ist aber eine harte Rede, boah, wer kann die ertragen, das gefällt mir jetzt so gar nicht, ist nicht so das Coole, was ich erwartet habe, nicht so das, was ich so, wie man so schön sagt, nice finde. Ja. Und sie wenden sich ab, sie gehen weg. Und dann geht Jesus, dreht sich zu seinen Jüngern hin und sagt, wie ist es mit euch, wollt ihr auch gehen? Und ich bin davon überzeugt, wenn da jetzt die Jünger gesagt hätten,
Weißt du, das war schon ein bisschen heftig, was du da gepredigt hast. Also es gefällt uns jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, Jesus. Dass Jesus sie hätte auch gehen lassen. Und dann kommt Petrus mit einem Bekenntnis. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Bist du ein Fan oder ein Follower? Ich war jahrelang Fan von Jesus. Ich war schon als Kind ein Fan von Jesus. Ja? Ich fand das gut, was Jesus gemacht hat. Ich habe als Kind auch immer so den Neukirchner Jugendkalender gelesen. Da waren so tolle Geschichten, die wurden danach erzählt. Und die habe ich gern abends, jeden Abend so ein Blättchen abgerissen, die Geschichte gelesen. Das fand ich so richtig klasse. Ich kannte die Geschichten, ich liebte die Geschichten. Aber ich war nur ein Fan. Ich war kein Follower. Erst mit 19 Jahren erkannte ich in einer kleinen Hauskreisgemeinde an anderen Gläubigen, Mensch, das ist was anderes, wie ich das kenne. Die meinen das ernst mit ihrem Glauben, die haben eine Beziehung zu Jesus. Und ich nahm Jesus als meinen Retter an. Ich weiß noch, ich kniete mich irgendwann mal vor mein Bett und betete, Herr Jesus, wenn das stimmt, was die sagen, dann möchte ich auch, dass du in mein Leben kommst. Dann will ich von jetzt an zu dir gehören. Und das war der Wechsel vom Fan zum Follower. Da begann Jesus mit mir zu arbeiten, intensiv zu arbeiten. Und ich kann euch sagen, der hat noch eine Menge da, wo er feilen und wo er arbeiten muss. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Sei nicht nur ein Fan, der das so ganz toll findet, so Jesus und ach, das ist ja ganz nett, so ja, vielleicht ein T-Shirt anhaben oder irgendwo so ein Button am Auto und Fisch, sondern werde ein Nachfolger, bleib auch bei Jesus, wenn die anderen vielleicht gehen. Und ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben zu der Frage, bist du ein Fan oder ein Follower? Die Menge legt Jesus sozusagen die Kleider hin. Sie breitet einen roten Teppich für ihn aus. Und diese Kleider, die damals ausgelegt wurden, das war jetzt nicht hier wie bei mir so ein Sakko, das war oftmals ein einfaches Tuch. Dieses Beispiel, dieses Wort, was hier für Kleider bezeichnet wird, das bezeichnete das Obergewand. Es war ein ganz normales Kleidungsstück, ein oftmals einfach nur quadratisches oder viereckiges Tuch, das man so um sich schlang wie eine Tunika. Und nach rabbinischem Gesetz durfte dieser Mantel, dieses Kleidungsstück, keinem Menschen genommen werden. Man konnte ihm alles nehmen, Hab und Gut, aber dieses eine Kleidungsstück, das war sozusagen das letzte Hemd, das durfte ihm nicht genommen werden. Denn dieses Hemd, das war so eine Art Lebensversicherung. Für den Hirten war es vielleicht das, wo er sich einrollen konnte, zudecken konnte, wenn das nachts bei den Herden war. Für den Vagabund war es das, was er sich vielleicht über den Kopf legte oder zog, wenn es regnet und das schlechte Wetter ausbrach. Es war etwas, was lebenswichtig war. Und wenn hier jetzt einige Menschen ihre Mäntel, ihre Kleidungsstücke Jesus hinlegen, dann machen sie deutlich, Herr, geh du über mein Leben. Ich gebe dir alles hin, meine ganze Lebenssicherheit. Wer bereit war, seine Jacke da hinzulegen, ich habe überlegt, ob ich das auch mal mache, ja, dass ich einfach meinen Sakko da in die Mitte lege. Mal gucken, was so passiert. Wer bereit war, so seine Jacke dahin zu legen, der wusste, die bekomme ich nicht wieder. Ihr müsst euch vorstellen, man hat herausgefunden, dass so ungefähr 2 Millionen Menschen zum Passafest nach Jerusalem reinkamen. Die kamen von allen Dörfern, umliegenden Dörfern oder weiter weg und sie zogen nach Jerusalem ein. Und da legen jetzt einige ihre Kleider hin. Und dann geht erstmal der Esel drüber, vielleicht lässt er was fallen, ja. Und dann kommen noch Hunderte und Aberhunderte Leute und laufen da auch drüber. Kannst du dir vorstellen, wie dieses Kleidungsstück dann ausgesehen hat?
Verstehst du, was es bedeutet, dein letztes Hemd praktisch Jesus zur Verfügung zu stellen, wirklich zu sagen, Herr, ich möchte, dass du über meine Lebenssicherheit gehst. Wie sieht das mit dir aus, der du sagst, ich bin ein Follower? Ja, ich möchte jemand sein, der Jesus wirklich nachfolgt. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Stellst du es ganz zur Verfügung? Oder sagst du, nee, ach ja, also hier so 5 € in die Kollekte, das ist ganz in Ordnung. Aber das, was ich mir so erarbeitet habe, mein Haus, mein Auto, wie der Schwab sagen würde, das Heiligblechle, das gehört doch mir. Was wäre leichter für dich? Einen Missionaren 50 oder heute müsste man ihm ja schon 100 € in die Hand zu drücken, sagen, hier tank mal dein Auto voll, oder zu sagen, hier hast du meine Autoschlüssel, nimm den Wagen, fahr wohin du willst, so weit du willst, so lang du willst, und wenn du zurück in dein Land musst, in die Ukraine, nimm das Auto, fahr. Wenn du ein echter Nachfolger sein willst, so ein Follower, dann musst du Jesus und dann sollst du Jesus wirklich alles hingeben, alles ihm hinlegen, so dass er wirklich darüber hinweggehen kann. Während das Volk jubelt, treibt es Jesus die Tränen in die Augen. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt. Jesus, dein König, kommt. Was ist, wenn es einen zu spät gibt? Da heißt es in Lukas 19, in den Versen 41 bis 44, als er näher an die Stadt kam, die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen und sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Und der ganzen Stadt wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besucht hast, verpasst hast. Vom Ölberg, wenn man nach Jerusalem reist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war oder in Israel war, wenn man da hinreist, dann kommt man an einer Stelle, da wird heute jede Reisegruppe hingeführt. Das ist nämlich die Stelle, wo du diesen Panoramablick hast auf Jerusalem. Heute sieht man da diesen Felsendom, ja, mit dieser goldenen Kuppel. Früher sah man da, war ziemlich an der gleichen Stelle, der Tempel. Und Jesus, er reitet jetzt auf die Stadt, er kommt dieser Stadt näher und er fängt an und weint darüber. Dafür steht dieses Wort Jerusalem hier als Synonym für eine gesamte Generation, wie auch für das Volk Israels. Und warum weint Jesus hier? Er weint über die Menschen, die blind waren für das Angebot Gottes. Es lässt ihn nicht kalt, dass Menschen falsche Lebenswege gehen. Das Volk war gerade dabei, eine großartige Chance zu verpassen. Sie waren dabei, einen Fehler zu machen, der in dieser Generation nicht mehr zu korrigieren war. Immer wieder hat Jesus dem Volk deutlich gemacht, ich bin der Messias, ihr müsst mich annehmen, ich möchte euch das Reich Gottes bringen. Aber die geistlichen Führung, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die lehnten dieses Angebot ab und versperrten sogar dem Volk dadurch den Zugang. Zwar sind hier einige, die jubeln auch und sagen, Hosianna, Hosianna, ja, Fähnchen schwingen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Teil von ihnen in wenigen Tagen dann rief, kreuzige, kreuzige ihn. Und Jesus spricht von der Belagerung, von der Bedrängung und deutet auf die bevorstehende Zerstörung dieser Stadt hin, die genauso 70 nach Christus eintraf. Genau 70 nach Christus am Passafest, da zogen die Römer einen Belagerungswall um die Stadt herum und binnen weniger Wochen wurde die Stadt eingenommen. Man brannte alles nieder.
Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet, dass über 1 Million Menschen den Tod fanden und Tausende in die Sklaverei verschleppt wurden. Der Tempel wurde buchstäblich zerstört und Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird zerbrochen. In dem Tempel gab es eine Menge Gold. Was passiert, wenn Gold erhitzt? Ja, wir haben einen Schmied hier, der könnte uns das jetzt erklären, bei welcher Temperatur das wäre. Wenn Gold erhitzt wird, dann floss es zwischen die Steine, zwischen die Fugen. Und was machten die Römer? Sie wollten natürlich an dieses Gold heran und sie brachen die Steine auseinander. Kein Stein blieb auf dem anderen. Genauso hat es Jesus vorausgesagt. Und die Tränen, die er hier vergießt, das sind Tränen eben darum, dass Menschen das Angebot Gottes nicht annehmen. Dass sie es vielleicht hören, es ganz toll finden, aber es nicht annehmen. Und Jesus weint, weil das kann vermieden werden oder es hätte vermieden werden können. Die Bibel sagt uns, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Ich weiß nicht, vielleicht auch diejenigen, die jetzt den Gottesdienst oder später dann auf YouTube angucken, vielleicht zufällig hier reingekommen sind, hier reingeklickt haben. Wie sieht's mit dir aus? Nimmst du das Angebot Jesu an? Nimmst du das an, dass er sagt, er möchte auch für dich der Retter werden? Und was hat das mit uns zu tun, die wir ja vielleicht Follower sind? Sind wir noch berührt davon, dass Menschen verloren gehen, dass in unseren Dörfern es Menschen gibt, die noch nichts von Jesus gehört haben, dass Kinder noch nicht das Evangelium gehört haben? Sehen wir die Menschen in unseren Umgebungen mit den Augen, wie Jesus sie sah, dass wir wirklich traurig darüber sind, ja vielleicht sogar weinen? Es gibt ein zu spät und ich glaube auch als Gemeinde haben wir nicht mehr viel Zeit. Wie stehst du zu Jesus? Hast du das Angebot angenommen? Er will dein Leben verändern, er will deine Schuld vergeben und er bietet dir diese Vergebung heute an. Du musst sie nur annehmen, du musst nur sagen, ja Herr, das will ich auch haben, das will ich tun, ich möchte das. Deswegen nimm Jesus als Retter an, so wie ich es auch mit 19 Jahren getan habe. Ich habe gesagt, komm in mein Leben, veränder du mich. Wir betrachten noch ein letztes Ereignis. Wie wirst du ihm begegnen? Jesus, der König, kommt. Wie wirst du ihm begegnen? Da heißt es hier im Text, und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin herauszutreiben und sprach zu ihm, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist die sogenannte Tempelreinigung, die kennen wir als Bibelleser. Aber einige Ausleger, die sind sich da noch nicht so ganz einig. War das am Anfang, so wie Johannes es schreibt, am Anfang des Wirkens Jesu oder war es am Ende? Wir folgen mal den Ereignissen aus Lukas 19 und da wird es am Ende eben in diese letzte Woche hinein datiert. Der Tempel, das war der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Das war der Ort, an dem Gott gesagt hat, hey, hier will ich euch begegnen. Hier könnt ihr euch mir nahen. Und der Tempel bestand aus verschiedenen Bereichen. Ja, da gab es hier so dieser Bereich, wo jetzt hier die 7 ist, das ist so das Allerheiligste. Da durfte der Hohepriester ein einziges Mal im Jahr hineingehen, hinter diesen dicken Vorhang, der das abschirmte. Und dann gab es andere Bereiche, da gab es hier den Bereich, wo die Opfer dargebracht wurden, ein Bereich für Männer, ein Bereich für Frauen, war da so, ja. Und dann gab es einen großen Außenbereich,
ist diese ganze Sache. Das war der Vorhof der Heiden. Heiden, das waren die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten, aber trotzdem den Wunsch hatten, ihm zu begegnen, sich ihm zu nahen. Und die durften da in dem Außenbereich sich aufhalten. Und jetzt ratet mal, wo diese Tempelreinigung stattgefunden hat. Genau in diesem großen Außenbereich. Dort hatten die Händler, die Geldwechsler ihre Buden aufgebaut. Denn wenn man Gott begegnen will, dann braucht es ein Opfer. Denn Gott macht damit deutlich, weißt du, mit der Sünde, da meine ich das ernst. Das ist nicht nur so eine Spielerei. Ja? Und es war zu gefährlich, jetzt sein eigenes Tier mitzunehmen, gerade wenn man so von einer weiten Reise kam, wenn man vielleicht aus den umliegenden, weiter entfernten Städten nach Jerusalem reiste. Und wenn du dann sagst, oh, ich bringe hier mein eigenes Schäflein mit, ja, so viel billiger. Und das hat sich irgendwo an irgendeinem Strauch verletzt und einen Kratzer gehabt, dann war das als Opfertier nicht mehr zulässig. Und somit ging man dieses Risiko nicht ein, sondern man kaufte sein Opfertier dort direkt im Tempelbereich. Und dort wurden die Tiere wie auf einem Jahrmarkt feilgeboten. Da überboten sich vielleicht die Händler und schrien, hier gibt es junge Schäfchen und Tauben, kauft euch Tauben. Und dazu kam es noch, dass im Tempel nur reines Gold oder reines Geld hineingebracht werden durfte. Also keine Münze, auf der ein Bild des Kaisers aufgeprägt wurde. Denn der Kaiser, der ließ sich als Gott anbeten. Und wenn man das in den Tempel reingebracht hat, dann war das so, wie wenn man einen Götzen in den Tempel hineinbringen wollte oder hineingebracht hatte. Und das war eben Gotteslästerung. Also musste das Geld zu einem entsetzlich hohen Kurs gewechselt werden. Man hat errechnet, dass die Geldeiwechsler einen Jahresumsatz von 40.000 bis 50.000 Euro hatten. Das ist ein richtiger Spitzenverdienst. Und so wurde dieser Tempelplatz ein Tummelplatz. Und das trieb Jesus die Zornesröte ins Gesicht und er zitiert eben hier nach altem rabbinischem Brauch zwei Stellen aus der Schrift und fasst sie zusammen. Einmal aus Jesaja 56, da heißt es, auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, also die Heiden, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus, das ist der Tempel, große Freude. Israel, die sollten das Licht für die Heiden sein. Sie sollten es den Heiden leicht machen, zu Jesus, zu Gott zu kommen. Der andere Vers, den er zitiert, der stammt aus der Tempelrede Jeremias, in dem Gott dem Volk einen Spiegel vors Gesicht hält und sagt, so seid ihr. Auch hier Jeremia 7, Vers 9 bis 11, ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe, haltet eure Schwüre nicht. Und dann kommt ihr hierher in den Tempel, das Haus, das mir als Eigentum zugesprochen wurde, und sagt, hier sind wir sicher. Nur um danach genauso weiterzumachen wie bisher. Glaubt ihr denn, dass dieser Tempel, der meinen Namen trägt, eine Räuberhöhle sei? Und weißt du, das Wort, was Jesus hier verwendet für Räuberhöhle, hat vom Wortstamm das, was eine Spelunke beschreibt. Eine Spelunke, die ist so eine etwas verächtliche Bezeichnung für eine schlechte, verrufene Kneipe. Ja, so eine Kneipe, wo man sich besser nicht aufhält. Ich weiß nicht, wer Schreck den zweiten da kennt. Da wird das beschrieben, als der König da in eine Kneipe geht, ja, und da versucht, diesen Kater anzuwerben, das ist so eine Spelunke, so ein bisschen ja, nicht schön anzusehen, da treibt sich all mögliche böse Gestalten rum. Also ein schmutziger, unansehnlicher Ort, wo sich gemeine Leute versammeln.
Von außen, wenn man auf Jerusalem zuritt, dann sah man den Tempel glänzend. Goldene Zinnen, ja, strahlend, weiße Steine, aber schön anzusehen. Wenn man genau hineinschaut, und das zeigt Jesus hier auf, wenn man genau hinschaut, dann lief da etwas gehörig schief. Das Neue Testament bezeichnet den Leib der Christen als ein Tempel. Du bist ein Tempel, wusstest du das? Das Heilige Geist in dir wohnt, du bist ein Tempel Gottes. Wenn Jesus kommt, wie würde er dich vorfinden? Ist er auch so etwas Unansehnliches, dass vielleicht nach außen sagst, ja, hier alles ganz fromm, ja, bin hier eine fromme Person, setz mich hier hin, finde das ganz toll, gehöre dazu zur Gemeinde, gehe ab und zu mal in die Kirche, ja, Pfarrer, Pastor, der kennt mich mit Namen. Und wenn man richtig reinschaut, mal hinter die Kulisse, wie sieht es da aus? Was würde man vorfinden, wenn man den Browserverlauf deines Internetbrowsers durchschaut? Aber weißt du, das Tolle ist, für all den Unrat, für all den Schmutz, für all das, was sich da vielleicht auch angesammelt hat in den Jahren deines Lebens, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo man vielleicht merkt, Mensch, da ist einiges nicht in Ordnung. Für all das ist Jesus am Kreuz gestorben und das feiern wir am Karfreitag. Dass Jesus, das vollkommene Lamm Gottes, hinging und hat gesagt, und ich opfere mich für dich, für deine Schuld. Und durch dieses vollkommene Opfer kannst du Vergebung der Sünden bekommen. Du kannst es bekommen, wenn du ihn darum bittest. Noch einmal diese drei Fragen, über die wir nachgedacht haben. Bist du ein Fan oder ein Follower, Nachfolger? Findest du das ganz nice, hier zu sitzen? Heute, es ist also echt schön, fast alle Stühle sind belegt, es ist klasse, macht auch Spaß, da zu predigen. Oder sagst du wirklich, Mensch, ich gehöre zu Jesus, ich will, dass er über mein ganzes Leben drüber geht, ich gebe ihm meine Lebenssicherheit hin, all das. Und sag, Herr, geh du drüber. Was ist, wenn es ein zu spät gibt? Verpasst die Gelegenheit nicht. Verpass sie nicht, Jesus Christus als Retter anzunehmen. Und für uns als Gemeinde, wir sollen uns darüber Gedanken machen, wie sehen wir diese Menschen in unseren Dörfern, hier in Lixfeld, bei uns in Gönnern oder in Steinperf, sehen wir sie wirklich wie die Menschen, die ohne Jesus verloren gehen? Und wie willst du ihm begegnen? Was sieht er, was findet er bei dir vor? Und egal, was er vorfindet, all das Unrat, all den Dreck, all den Schmutz, er möchte es dir vergeben. Dafür ist er gekommen. Ich bete noch einmal. Unser Vater im Himmel, wir danken dir sehr für deine Güte, für deine Treue. Aber wir danken dir so sehr, dass du der König gekommen bist. Herr, und es ist schön, so Loblieder zu singen. Das ja, macht Spaß, es macht Freude, aber es geht um viel mehr. Es geht um das Leben mit dir. Nicht nur Fan, sondern Follower zu sein. Dich als Herrn und Heiland anzunehmen, bevor es zu spät ist. Und wir beten, dass ja, wir darüber nachdenken. Und auch die, die die Predigt später vielleicht im Internet nochmal anschauen, dass sie angesprochen werden. Wir danken dir dafür, dass wir jetzt in diese Karwoche hineingehen und uns vielleicht bewusst auch Zeit nehmen, das nachzulesen, was du getan hast, darüber nachzudenken. Wir freuen uns, wenn wir am Freitag hier uns versammeln, um uns auch daran zu erinnern, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, aber noch viel mehr, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern ja, auferstanden bist und lebst. Und dass wir heute eine Beziehung zu dir haben können. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Amen. Soon and very soon, we are going to see the King. Das Lied singen wir gemeinsam.
Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der gute und barmherzige Gott jetzt und immer da. Amen. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche, guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns am Donnerstag, Freitag und sonntags hier im Gemeindehaus. Kommt alle, seid willkommen in unserer Gemeinde.